fielen zwei Männer eine Filiale der Deutschen Bank in der kleinen Ruhrgebietstadt Gladbeck. Das war der Anfang des Geiseldramas von Gladbeck, das drei Tage lang als Krimi live von einem Millionenpublikum verfolgt wurde. Ein Verbrechen war zum Medienereignis geworden. Die Namen der Täter waren bald bekannt. Hans-Jürgen Rössner, der Tätowierte, und Dieter Degowski, dessen Foto mit der Geisel Silke Bischoff auch heute noch die Gemüter in Wallung bringt. Uta Klaus wollte wissen, wer dieser Dieter Degowski, den manche Medien als Beste von Gladbeck bezeichnet haben, eigentlich ist. Sie hat ihn ein Jahr lang im Gefängnis besucht, hat mit Prozessbeteiligten, Geiseln, Verwandten, Freunden und auch Bekannten von ihm gesprochen. Ein unrühmliches Kapitel deutscher Kriminalgeschichte mit Pannen, Panikmache und publizistischem Voyeurismus, aus dem Polizei und Presse vielleicht auch gelernt haben. Die sehen in ihm sicherlich eine Art Scheusal, jemand ganz Brutalen, der da ein hübsches junges Mädchen lebensgefährlich bedroht. Den Finger am Abzug, den Hahn gespannt, eine äußerst wirklich gefährliche Situation. Als Mörder so richtig abgestempelt worden, nicht als Mensch, ne? So, als wenn er ein wildes Tier gewesen wäre irgendwie, ne? Immer das gleiche Bild, ne? Also, das war schrecklich. Mörder, der gehört an eine Wand. Welche sagen aufgehangen. Ja, was ein Quatsch. Die kennen den noch gar nicht. Kann doch nicht jemand verurteilen, den ich nicht kenne, oder? Gladbeck am 4.6.1956. Dieter Degowski wird als fünftes von sechs Kindern einer Bergarbeiterfamilie geboren. So beginnt das Leben eines Menschen, den kaum jemand wahrnahm. Gladbeck am 16.8.1988. Hier im Stadtteil Rentfort Nord überfallen zwei Männer eine Filiale der Deutschen Bank in diesem Gebäude. So beginnt, was als Geiseldrama von Gladbeck Schlagzeilen machte und drei Tage lang quasi live in Radio und Fernsehen verfolgt wurde. Banküberfall mit Geiselnahme in Gladbeck. Kaperung eines Linienbusses in Bremen. Erschießung des italienischen Jungen Emanuele Di Giorgi. Flucht mit zwei Mädchen als Geiseln nach Köln. Zugriff der Polizei auf der Autobahn Köln-Frankfurt, bei dem die Geisel Silke Bischoff stirbt. Einer der Täter, Dieter Degowski. Seinen Namen hat jeder gehört, die Bilder mit Silke Bischoff jeder gesehen. Sein Urteil über ihn hat jeder gefällt. Mich hat der Mensch hinter den Schlagzeilen und Sensationsfotos interessiert. Ich wollte wissen, wer Dieter Degowski eigentlich ist. Justizvollzugsanstalt Wuppertal. Solange das Urteil noch nicht rechtskräftig war, saß Dieter Degowski hier in U-Haft. Bei dem Versuch, von anderen Menschen Näheres über ihn zu erfahren, sind wir meistens auf Ablehnung und Verhinderung gestoßen. Das bereits vereinbarte und genehmigte Interview mit ihm selbst ist uns vom nordrhein-westfälischen Justizminister Rolf Krumsiek verboten worden. Auch ein Interview über seine Gründe für das Verbot hat der Minister abgelehnt. Schließlich haben wir doch 15 Personen gefunden, die zum Teil trotz erheblicher Ängste bereit waren, über Dieter Degowski zu berichten. Ja, ich war die zweite gewesen und der Dieter der fünfte.
Also wir waren 6 Kinder, ne? Ja, da hatten wir Schlafzimmer gehabt, Wohnküche, ja, ein Kinderzimmer. Das waren also über 60 Quadratmeter oder so. Alten Zechenhäuser, war ja nicht viel. Was hat denn der Vater beruflich gemacht? Bergmann. Der war früher auf der Zeche gewesen. Und die Mutter? Meine Mutter, die war am Putzen gewesen und hat gekellnert. Und was hat das denn für Sie, also für die Kinder bedeutet? Ja, dass die Eltern nie da waren, wenn man sie mal richtig brauchte, ne? War das denn eher ein liebes Kind oder freches Kind, oder wie würden Sie den so beschreiben damals? War ein liebes Kind. Doch, ja, sehr liebes Kind. Ne? Also, Dieter war sehr ruhig. Kind. Ruhiges, lieb. Ruhig, auch, ja. Zurückhaltend. Etwas schwerfällig im Denken war der Dieter. Ja. Und das haben wir damals als Kinder, ich bin ja nur 5 Jahre älter wie der Dieter, ich habe das schon wieder mit ganz anderen Augen gesehen. Also er war ein bisschen zurückgeblieben, aber man könnte nicht sagen, dass er geistig behindert war, das wäre zu viel gesagt. Also er hat sich sehr schwer getan. Eigentlich immer sehr viel krank, ne? Und zart, betucht. Am liebsten war er immer zu Hause bei ihrer Mama, also in der Nähe, ne? Also da hat er sich auch ganz wohl gefühlt. Denn draußen wollte ja so richtig keiner mit ihm spielen und so. Und da ist er immer bei Mama geblieben. Er hing stark zwar an der Mutter, die sich auch sehr um ihn versuchte zu kümmern, soweit sie das konnte neben der Arbeit. Aber er hatte mindestens seit Beginn der Schule erhebliche Probleme mit dem Vater. Der Vater war, wie soll ich sagen, etwas willkürlich in seinem Erziehungsstil. Ja? Da kommt so dieser Satz, juck dich die Schnauze. Ja? Das fragte er dann, da musste der Junge sagen ja oder nein. Und dann bekam er entweder eine oder nicht. Wenn ich reingekommen bin, und der Dieter auch, und mitunter bin ich schon mal mit bei dem rüber. Und irgendetwas hat dem Herrn Degoski nicht gepasst, dann ist er hingegangen und dann hat er den ein paar geschmiert. Ne? Aus was für Grund auch immer, der brauchte manchmal, kam mir dazu vor, als wenn er nicht gerade einen triftigen Grund brauchte. Ne? Ja, das ist ja das Entscheidende, ja? Dass der Vater wohl, wenn er betrunken war oder nicht gut drauf war, ihn verprügelt hat. Übermäßig verprügelt hat er auch. Und das Kind ja gar nicht wusste, wofür. Und das Kind sich sicherlich Schuldgefühle machte und das dazu dann führte, dass es sich zurückgezogen hat, versteckt hat. Wenn Essenszeit war, dann pfiff der oder rief, dann kamen die, wie so eine Gänseherde, kamen die da an, eine nach dem anderen in die Tür, dann ging es mal hinter den Löffel, ne, oder auch mal einen Tritt im Hintern. Ich nehme an, das war seine Art zu zeigen von Zuneigung. Also es führte dazu, dass er sich sozusagen in einem kleinen Kämmerchen versteckt und dort ja dann, wie er ja berichtet, stundenlang, manchmal einen ganzen halben Tag oder einen ganzen Tag zubringt, um sicher zu sein, um irgendwo einen Ort der Geborgenheit zu haben, wo er dann seinen Gedanken nachhängen kann. Und ich denke, der Vater hat zu viel Gewalt ausgeübt, sowohl körperlich als auch psychisch. Der Vater war für ihn eine deutliche Negativfigur, der ihn geschlagen hat, der nicht auf ihn eingegangen ist, der die Idealbildfunktion nie hat erfüllen können, der auch familiär als Tyrann angesehen war. Und Degoski hat immer erlebt, wie, wenn der Vater brutal vorgeht, wenn er betrunken war, wenn er auf die Mutter eingeschlagen hatte, wie schlimm das eigentlich ist. Die einzige Zuflucht rüber zu uns. Entweder klopfen oder am Fenster. Hat meine Mutter aufgemacht, die konnte sie allein nicht reinkriegen. Dann bin ich aufgewacht, da haben wir beide, haben sie mal reingezogen. Ja, und die Kinder sind auch noch rüber. Die Kinder kamen auch dann rüber. Ja, klar, er war da umschreien und war am Randalieren. Die saßen alle bei uns im Schlafzimmer und waren dann rüber, ne, weil der da draußen oder beziehungsweise in seiner Wohnung am Randalieren war. Ne. Dann hat er die Möbel alle gerade gerückt. Ne. Und bei dem Jungen war es dann so, dass er in der Schule ja total versagt hat. Warum auch immer, ja. Also er war vielleicht zum einen wenig motiviert vielleicht, dann ist er mit Sicherheit minderbegabt gewesen, hatte also schon mal noch mehr Schwierigkeiten.
Und dann muss man auch annehmen, dass er einen frühkindlichen Hirnschaden hatte, also eine organische Schädigung. Hinzu kommt noch, dass er in seinen Kontakten zu damaligen Mitschülern zum Beispiel immer der Schwächere war, der immer gehänselt wurde. Degowski konnte am Anfang nicht richtig sprechen, er hat gestottert, er hatte Probleme mit dem Bein gehabt, er musste das Bein nachziehen, er ist immer hüpfend durch die Gegend gegangen. Das waren also auch Angriffspunkte von draußen, wo man ihn immer gehänselt hat. Er erlebte sich also in seiner gesamten Entwicklung immer als der Schwächling, als der Außenseiter. Wenn er verlegen war irgendwie, er fing auch an zu stottern an oder so. Oder konnte manche Sätze nicht sagen, für Brötchen hat er dann Brönchen gesagt oder für Wurst Würskes, ne? Also ganz komisch manchmal, ne? Da haben wir nur drüber gelacht manchmal. Und die anderen Kinder? Ja, die waren nicht besser, die waren noch schlimmer, ne? Also, das heißt, die waren noch schlimmer? Ja, die haben ihn verlacht, verhöhnt. Ne, da kommt der Spargeltarzan an und so. Ja, er konnte nicht vernünftig sprechen, stotterte, er machte ins Bett. Also alle Symptome, die ja schon auf eine psychische Störung hinweisen, sehr früh, die aber von niemandem ernst genommen wurden. Woher bezieht denn ein Kind ja letztlich sein Selbstwertgefühl? Ja, aus dem Wert, dem ihm die Eltern beimessen. Daran erfährt das Kind seinen Wert oder auch eben seinen Unwert. In diesem Falle war es sicherlich so, dass er sehr früh seinen Unwert erfahren hat. Er war nicht viel wert. Das kam dann dazu, dass er sich mehr in Richtung Pampa orientierte. Pampa ist das Viertel dort, wo die sozial Schwächeren wohnen, ja. Und sich dann so Gruppen angeschlossen hat, die der Vater natürlich auch missbilligte. Er nannte sich Villa Honigheim, haben sie gesagt. Und so im Volksmund dann Pampas. Weil da eben so auch dunkle Elemente da gewohnt hatten. Ne? Da fuhr die Polizei mit dem normalen Streifenwagen nicht rein. Da fuhr gleich mit Überfallkommando. Ne? Das war eben die Ausgesonderten, die wohnten das. Und Sonderschule, nicht? Und ich meine, dass sein Selbstwertgefühl, so paradox das klingt eigentlich, dann durch diese Gruppenbildung, ja, mit diesen Jungs da aus der Sonderschule, da war der Rösner schon dabei, dass das Selbstwertgefühl da eigentlich sich eher stabilisiert hat. Also es ist ein bisschen paradox, nicht, dass er durch das abweichende Verhalten irgendeine Form der Identität und Sicherheit bekommt. Dieter war bloß immer Tofte, wenn Hans Jürgen dabei war, der Rösner. Da war der Dieter immer Tofte. Da hat er sich, helfen Sie mir doch mal. Hat sich einfach stark gefühlt? Da hat er Beschützer mitgehabt, ne, und dann, weil der Rösner hat ihm viel geholfen früher, der Hans Jürgen. Warum musste der Hans-Jürgen ihm denn helfen? Haben die anderen Kinder ihn gehänselt? Ja, damals auch Frauen in der Schule immer. Und da kam der Rösner, der Hans-Jürgen, der kam dann als Leibwächter auf Deutsch gesagt. Ne? Es hat ihm sicherlich gut getan, dass so einer, der so eine Führungsnatur ist, sich mit ihm beschäftigt, ihn akzeptiert, ihn mit einbezieht. Das war sicherlich für ihn, für sein geringes Selbstwertgefühl, ja, jemand, der stottert, ja, hat sicherlich kein großes Selbstwertgefühl. Und da ist jemand, das ist so ein Führertyp, der nimmt ihn an und auf und wird in die Gruppe rein. Das war sicherlich sehr wichtig für ihn. Das war dann das erste Mal, wo dann klar war, dass der Dieter irgendwie was geklaut hat oder irgendwas was Schlimmeres angestellt hatte. Ja, wenn er mit Sachen kam, ne, also die ein bisschen teuer waren. Und dann hat er immer gesagt, die hat er geschenkt bekommen und so, ne? Mal ein Auto, mal dies. Und von zu Hause hat er das Geld ja nicht gekriegt, also von irgendwo musste das ja herkommen. Ja. Wenn ein Kind einen Diebstahl begeht, das ja auch dann eigentlich spätestens dann sozusagen eigentlich die Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kind fällig wird. Und
das ist da anscheinend nicht passiert. Ja, dann hat er eine Lehre angefangen als Metzger. Aber die musste abbrechen. Der musste sein Geschäft, glaube ich, schließen, der Metzgermeister da. Ich weiß auch nicht, aus was für einem Grund. Und dann ist er nach Proffe gegangen. Hat er da Brot gefahren, also als Beifahrer, ne? Den hatte ich ein paar Mal mit auf dem Wagen. Ich habe da selbst auch ein paar Touren gefahren. Er war als Beifahrer bei uns. Wann war denn das und wie alt war der Dieter da ungefähr? Tja, das war so Anfang der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre. Dieter war damals 17 oder 18. Er war kein Typ, der heutzutage, wie heute die Jugend sagen, man hier Power und so weiter. Er war sehr zurückhaltend. Was man ihm gesagt hatte, hatte er befolgt. Er war ruhig, ein bisschen in sich gekehrt. Und man hat immer so das Gefühl gehabt, er trägt was mit sich rum. Er hat auch so, wenn man ihn angesprochen hat, er hat immer nur das Notwendigste geantwortet, wie ja oder nein. Und es kam nie aus sich raus. Ein ganz ruhiger, verschlossener Kerlchen. Ja, er brauchte auch Zuwendung. Wenn ich im Haus so manchmal mit ihm gesprochen habe, hatte ich das Gefühl, dass er wohl zufrieden war, wenn er mit jemandem mal so sprechen konnte. Ja, dann irgendeines Tages war er einfach verschwunden. Boah, in dieser Firma, da wurde ja nicht gekündigt oder was, da wurde gegangen und gekommen, wie jeder wollte. War eine unheimlich starke Fluktuation am Personal. Und dann war der irgendwann mal verschwunden, weg war der Dieter. Die hatten doch sich nachts einen Wagen ausgeliehen, um nicht zu sagen, Wagen zu stehlen. Und das wird meiner Ansicht nach die Veranlassung gewesen sein, dass er hätte aufhören müssen. Wie man auch im Nachhinein dann gehört hat, dass er auch des Öfteren diese nächtlichen Ausflüge gemacht hatte. Zwar aber morgens dann auch an der Arbeit war, sodass man gar nicht hat gemerkt, ist dann einmal das Auto wohl, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo keinen Sprit mehr hatte. Und da war die Sache natürlich aufgefallen. Und das führte dann zur Entlassung und zur Anzeige und zur entsprechenden Bestrafung? Ja, ich war über 10 Jahre Schöffin hier beim Jugendschöffengericht. Und da waren dann immer so, naja, die Cliquen, die dann zusammen waren, irgendwo in Heimen, die sich auch getroffen haben, haben ja auch manchmal dann abends oder nachts was ausgeheckt. Und da hatte ich dann auch unter anderem Dieter mal in dieser Gruppe, die dann, für irgendeine, ich meine, es wäre eine Diebstahlsache gewesen. Und ich glaube, ist keine großartige Verurteilung gewesen. Knasterfahrung war sicherlich, ja, schon ein wichtiges Element, denke ich, wenn so ein junger Mensch so früh in den Knast kommt. Wobei er eben einmal freiwillig reingegangen ist. Hatte er die Wahl, draußen zu sein oder in U-Haft zu gehen, hat die U-Haft vorgezogen. Ja, er zieht die U-Haft vor, um sozusagen sich dem Vater zu entziehen. Der Prügel durch den Vater sich zu entziehen, sicherlich ein wichtiger Hinweis auf dieses gestörte Verhältnis. Er konnte ja weder lesen noch schreiben und macht dann dort im Knast die Erfahrung, dass sich jemand um ihn besonders intensiv kümmert und lernt dann dort lesen und schreiben. Letztlich, wie er sagt, nur weil eben dieser Mann sich intensiv mit ihm beschäftigt hat. Ihn nicht abgewertet hat und nicht für dumm gehalten hat, sondern ihn ermutigt hat, sozusagen aufgebaut hat. Und siehe da, so doof war er gar nicht. Haben Sie dann jemals noch mal was von ihm gehört? Ja, das war dann Jahre später, dass wir nicht mehr unter Profi, ich meine, wir waren nicht mehr unter Profi, wir waren unter der neuen Firma Kirche Reinbrot. Und nachmittags kam ein Anruf, ich meldete mich mit Kirche Reinbrot Eifert, wie es so meine Art war. Und am anderen Ende meldete sich ein Dieter Degowski. Und Mensch, Herr Eifert, prima, dass Sie dran sind, so hörte man das vom anderen Ende. Ja, sagte Mensch, Gerd, sagte, ich bin jetzt hier in der Vollzugsanstalt. Und er frug dann, ob er nicht irgendwie den Hof oder irgendeine Tätigkeit ausüben könnte bei uns, dass er vorzeitig aus der Strafanstalt
nachdem er dann einen Arbeitsnachweis hat, verlassen könnte. Tat mir zwar leid, mein Gott, ich hätte ihn gerne gerufen, aber es war leider nicht mehr möglich. Ne? Ja, so missmutig, würde ich sagen, war er. So niedergeschlagen, keiner will mich haben und so, da war er richtig traurig gewesen. Und dann, wenn er sich irgendwie wieder vorgestellt hat, wenn sie gesagt haben, ja, sie kriegen Bescheid oder so, ne? Ja, dann war schon wieder glücklich, ne? Aber wenn er dann die Nachricht gekriegt hat, die wollten ihn nicht, ja, hat er wieder getrunken. So, und dann lief er am Arbeitsamt jede 3 Monate und jedes Mal hat er dasselbe gehört, kommen Sie mal in 3 Monaten wieder. Dann dreht man doch durch, oder? Oder nicht? Und da hat die da Handtuch geschmissen, ja, da fing er an zu trinken. Aber er hat eben ein bisschen mehr getrunken, wie es eben sein muss. Die anderen haben 2, 3 Pullen getrunken. Er hat sich dann noch die Jägermeister reingehauen. Ne? Und die braucht er eben. Ja. Für mich war er ein Alkoholiker. Ne? Da hat er von Sozialhilfe gelebt. Und da war eigentlich das Hauptinteresse und Hauptziel, davon bin ich überzeugt, war die Sauferei. Und dazu wurden Tabletten eingenommen. Er schildert das glaubhaft. Dann hatte ich ihn mal gefragt, warum er immer so gelbe Augen hätte. Ne? So. Du siehst aus wie ein Japaner, ne? Hat er sich mal geärgert. Und dann sagt er, da kommt von die, wie hießen die noch? Vesperax. Ja, Vesperax. Die Tablettenabhängigkeit, insbesondere zu dem Medikament Vesperax, ist auch aus der Haftzeit in Werl 1983 erklärt. Da ist er im Gefängnis an diese Tabletten rangekommen und das hat dann nachher auch in der Freiheit weiter angehalten mit Alkohol und diesen Vesperax-Tabletten. Ist man im Grunde genommen durch den Tag gegangen, um das alles leichter zu ertragen, den gesamten sozialen Mief, in dem man sich selber empfunden hatte. Da war das Leben einfach leichter. Und das hat in beiden Fällen dazu geführt, dass eigentlich eine Tablettenabhängigkeit und auch eine Alkoholabhängigkeit bei ihm vorgelegen hat, die er dann auch wieder in der Tat eine Rolle gespielt hat. Soll ich das auch sagen mit den Tabletten? Ich habe die Tabletten besorgt, da war er beruhigt, ja, die Vesperax. Die habe ich ihm besorgt, weil er sie nicht bekommen hat. Und deshalb fühle ich mich auch schuldig an den ganzen Kappes da, mit dem Bankraub. Ich fühle mich wirklich schuldig. Warum hat er die denn wohl genommen, die Vesperax? Ja, wegen Beruhigung. Wegen Beruhigung. Ja, der hat doch die letzten Jahre da, ja, der hat doch nichts gehabt. Wie, der hat nichts gehabt? Na, der war doch bloß mit Manfred zusammen immer, mit Faulenbach. So hat er nichts gehabt da von seinem Leben. Keine Frauen, kein gar nichts. Manfred Faulenbach ist eine Person, die 20 Jahre älter ist als er, die hat er im Gefängnis in Werl während der Haftzeit 1983 kennengelernt. Da war eine Symbiose zwischen beiden insoweit, dass man sich gegenseitig geholfen hat. Wichtig war dann, nach der Haftentlassung sind die beiden zusammengezogen. Sie haben beide zusammen von Sozialhilfe gelebt. Und der eine hat probiert, auf den anderen insoweit einzuwirken, damit man keine Straftaten mehr begeht. Und da war so eine gegenseitige Verantwortung dann zwischen beiden gewesen. Und das hat auch dazu geführt, dass der Dikowski da zum ersten Mal lernte, für einen anderen Menschen auch Verantwortung aufzunehmen, weil er gefestigte Beziehungen zu weiblichen Partnern nie gehabt hat. Das heißt, der Faulenbach war so eine Art Ersatz einerseits für Beziehungen, die er im normalen Leben nicht hatte und vor allen Dingen auch ein Vaterersatz geworden, weil ja der Altersunterschied da eine Rolle gespielt hatte und weil er da auch einen Menschen hatte, der in der gleichen Situation wie er steckte, nämlich straffällig geworden ist und sich aus dem gesamten Milieu dann ja wieder lösen wollte. Die beiden haben ein inniges Verhältnis gehabt. Ne? Wenn er dort die Unterstützung gekriegt hat, oder was, die beiden sind einkaufen gegangen, sind nach Hause gegangen. Die haben sich da zusammen was gezergelt, also was getrunken. Und ja, wie soll ich sagen, wie zum Beispiel, die haben zusammen gelebt wie Mann und Frau. Oder was, ne? Dann kam eine Zeit, wo er 4 Jahre oder gut 4 Jahre angeblich überhaupt nicht kriminell aktiv war. Und das war die Zeit, wo er in diesem Berbermilieu gelebt hat, mit dem Faulenbach zusammen. Da kamen so die Wohnsitzlosen oder die da umherzogen und haben da ihre Bierflaschen mitgebracht, ihre Weinflaschen mitgebracht. Und das ging jahrelang so. Ja, ich erzähle Ihnen doch, die haben doch da hier gewohnt, waren doch meine Nachbarn. Und bis wann hat er hier gewohnt? Ja, bis jetzt, wo das passiert ist.
Was war er denn für ein Mensch? Können Sie ihn uns mal beschreiben? Ach, der Dieter, der war, das war so ein ruhiger, so ein Einzelgänger. Hier im Haus schon. Die haben ja, ich weiß ja, die haben ja viel getrunken, nicht? Die haben ja auch viel Schnaps und alles. Und aus dieser Situation heraus kommt dann diese neue Tat. Und zwar ist, also das ist dann eigentlich ein neuer Knick wieder, wenn Sie so wollen, ja? Er hat dann das Gefühl, das sagt er auch, so geht das nicht weiter, nicht? Er muss jetzt Arbeit finden. Arbeit hat er nicht gefunden. Dann hat er irgendwie, das wird nicht so genau gesagt, immer seit wann hat er irgendwie wieder Kontakte mit dem Herrn Rösner gehabt. Und da kamen dann erstmals neue Planungen, man könnte doch wieder was machen. Unmittelbar vor der Tat, so ein halbes Jahr, ist der Kontakt wieder von Rösner aufgenommen worden. Und Rösner hatte wieder probiert, seinen alten Kumpel Degowski in seine Straftaten, in seinen Einflussbereich zurückzuholen. Und da war Degowski dann letztlich nicht stark genug, um sich dieses Einflusses letztlich zu erwehren. Also wie er dann den Dieter kennengelernt hat, also die haben sich ja vorher schon kennengelernt, wie sie dann wieder zusammenkamen. Also das ist meine Überzeugung, dann hat der den Dieter also total also unter Kontrolle gehabt. Ne? Weil der Dieter hat also zu ihm mehr Abhängigkeitsverhältnis gehabt, ne? Also wie zu den Freudenbach oder wie der da ist. Ne? Ja, inwiefern Abhängigkeitsverhältnis? Ja, weil der den Dieter immer denjenigen gesehen, also eine Schutzperson, ne? Also der hat gemeint, also wenn er mit ihm zusammen war, hat er keine Angst gehabt, ne? Also kann ihm nichts passieren, ne? Er sorgt schon für ihn, er macht das schon, er regelt das alles, ne? Und da läuft schon alles, ne? Da war von Anfang an mit der Idee, es sollte ja ein Raubüberfall werden, ja? Also möglichst risikoarm, klar, man dachte, das wird schon klappen. Die Idee war sogar, dass man zu Geld kommt und nicht nur zu Geld, um das zu verprassen, sondern zu Geld tatsächlich, um sich eine Existenz aufzubauen. Ja? Autoverschrottung in Münster. Also ich finde, beim Dieter ging es nur darum, also aus dem ganzen Milieu rauszukommen, aus diesem ganzen Kreislauf einfach rauszukommen. Ne? Und da hat er eine Chance drin gesehen. Ne? Und dann könnte man ja auch eine Partnerschaft eingehen und so, weil man dann entsprechend sozial wieder gefestigt wäre, was in diesem Berbermilieu ja auch nicht ging. Da sagte Herr Degowski nicht, da konnte man ja keine Frau empfangen, nicht? Und alles so versifft war, nicht? Also die Suche nach einem bürgerlichen Leben? Ja, verrückt. Also es klingt total verrückt, nicht? Aber wenn man ihm zuhört, dann hat es zumindest klingt das deutlich an, dass man also aus diesem Tief des passiven Missbrauchs und also des weiteren sozialen Abstiegs irgendwie rauskommt, dass man zu Geld kommt und dass man mal wieder was macht. Naja, ich komme nach oben, mach Radio an, Banküberfall. Und da habe ich gleich gedacht, na, Der Mann ist alleine, da wird wohl nicht der Dieter gewesen sein. Und da habe ich verfolgt den ganzen Tag. Und der Dieter war nicht da. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Banküberfall mit Geiselnahme hält Polizei und Bürger von Gladbeck in Atem. Noch immer befinden sich zwei Angestellte in der Hand von zwei schwer bewaffneten Räubern in einer Filiale der Deutschen Bank. Die Gangster forderten 300.000 Mark und ein Fluchtauto. Andernfalls drohen sie, ihre Geiseln und sich selbst zu erschießen. Die Geldforderung hat die Polizei bereits erfüllt. Es wird aber weiter verhandelt. Begonnen hatte es um 7.45 Uhr heute Morgen. Zwei männliche maskierte Gangster drängen zwei Bankangestellte, den 34-jährigen Kassierer und eine 23-jährige Kundenberaterin, die gerade die Bank betreten wollen, in den Schalterraum. Ein über der Bank wohnender Arzt alarmiert die Polizei. Gegen 11 Uhr fordern die Gangster, nachdem sie zunächst vergeblich den zweiten Tresorschlüssel verlangt hatten, nun 300.000 Mark und ein schnelles Fluchtauto. Mehrfach am Vormittag geben sie Warnschüsse mit scharfer Munition ab. Die Polizei räumt zwei Kindergärten und die über der Bank gelegenen Wohnungen. Am 16.08.1988 sind Rösner und Degowski in die Deutsche Bank-Filiale in der Schwechater Straße in Gladbeck eingedrungen, haben zwei Geiseln genommen, den Bankangestellten Alles und die Bankangestellte Blecker.
Man hat dann den gesamten Tag in der Bank Forderungen aufgestellt, nachdem die Polizei ja recht ungeschickt vor die Bank gefahren ist und man gemerkt hat, dass man da nicht mehr rauskommt. Man wollte nur einen normalen Banküberfall begehen. Die Katastrophe begann eigentlich in dem Augenblick, wo sie beobachtet wurden. Da, man hatte das zwar vorher sicher auch schon mal besprochen, es könnte nötig werden, dass man vielleicht, wenn wir erwischt werden, könnten wir ja Geiseln nehmen. Es war so vage schon mal angeklungen, aber natürlich überhaupt nicht in der Form beabsichtigt, weil das natürlich eine Komplikation. Ja, ich war am Jobbyplatz, ich hatte die Polizeisirenen alles gehört, ich wusste im Moment gar nicht, was los war. Und man ist ja neugierig, ne? Bin ich hingegangen und da hörte ich, dass Bankraub war mit Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski. Da bin ich zum Hubschrauber hin, zu einem Polizeibeamten, da habe ich ihn gefragt, ob er mir nicht hinfahren könnte. Ich kenne Dieter, ich sage, wenn ich mit ihm rede, ich hole ihn das schon raus. Ne? Und da haben sie mich abgewiesen. Meinen Sie, dass der Dieter mitgegangen wäre? Der wäre hundertprozentig mitgegangen. Ich kenne Dieter. Dieter ist kein schlechter Mensch. Der wäre wirklich mitgegangen. Die Flucht ist dann abends aus der Bank mit einem Fluchtwagen und mit dem erpressten Geld gelungen. Man ist dann durch Gladbeck gefahren. Man hat Marion Löblich noch aufgenommen. Es fährt weiter. Die Pistole ist auf die Windschutzscheibe gerichtet. Er fährt weiter, wird wieder langsamer, Schritttempo, fährt jetzt an unserem Übertragungswagen vorbei. Keinerlei Hektik hier vor Ort, es passiert gar nichts. Jetzt kommt Bewegung in die ganze Geschichte, aber das sind eher die Journalisten als die Polizei. Dann kam eine Irrfahrt durchs Ruhrgebiet, ziellos letztlich, verfolgt von der Polizei. Am nächsten Tag ist man nach Bremen gefahren. Dann wollten sie ein neues Auto haben, ohne Wanzen, ja, und so. Und ohne, da hatten sie ja recht damit, mit der Vermutung, dass das Auto präpariert war. Und das bekamen sie nicht, dann haben die auch mit der Polizei telefoniert, dann gab es eine Verfolgungsjagd wieder in Bremen, nicht? Und so eskalierte das eben, dass Herr Rösner oder Herr Degowski dann eben immer eine weitere Bedrohung einführten, um dann ihren Forderungen weiter Nachdruck zu verleihen. Aber selbst als sie den ganzen Bus mit Geiseln hatten, hat es ja auch nicht geholfen. Ich war als Geisel mit im Bus, ganz unverhofft. Hatte damals gerade eine neue Stellung angefangen und hatte mich den Abend auch noch sehr beeilt, nach Hause zu kommen. Naja, und dann bin ich dann in diesen Bus mit reingeschlittert, wo ich froh war, dass ich ihn noch gekriegt habe. Heute fahren das runde Tor gegen Weg und dann auf das neue Lander. Wir hatten uns eigentlich einen gemütlichen Abend vorgestellt, die Silke und ich, und waren dann halt auf dem Weg nach Hause von der Arbeit her und dann sind wir halt in den Bus eingestiegen und dann irgendwann kamen sie halt dann in den Bus rein und also ich habe das gemerkt, dass vorne jemand anfing zu rauchen, weil man im Bus ja nicht rauchen darf, gucke ich erstmal hin. Dann sah ich den Rösner mit der Pistole. Ich wusste erst gar nicht, was los war. Was hast du angenommen, was los ist? Ja, ich dachte, da wären welche von der versteckten Kamera, weil die ganzen Journalisten in den Bus reinkamen und die ganzen Leute befragten. Dann dachte ich, ja, wo verstehen sie Spaß, kommen die. Der eine hat ja, der andere hat noch verdient. Können wir nicht hier ein Interview machen? Der Herr Rösner, der war. Der, wie soll man das sagen? Also, der war
in dem Bus mehr so eine Art Anführer gewesen. Der hat mir gesagt, was man tun sollte. Und halt auch zum Herrn Degowski und zur Frau Löblich hat er mir gesagt, was sie tun sollten. Und hat sich auch ziemlich viel mit den Journalisten unterhalten und hat anscheinend eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt. Wie kam mir so ganz spontan der Wunsch, zu viel Geld zu kommen oder Ich bin von Haus aus ein Verbrecher, also innerlich. Für mich gibt es kein Arbeiten und auch keine Moral und so eine Scherze da. Ne? Ich will nach vorne kommen, ich will leben. Und da hängt aber auch mit dieser ganzen politischen Scheiße da zusammen und so. Da muss man Hand vorne. Ja, Rösner, der macht da einen auf den großen Macker, so. Und der schrie auch die ganze Zeit rum und der wollte seine Angst nicht zeigen. Und Degowski, ja, war eher ruhig und hat die ganze Zeit hat er überlegt und wirkt auch ängstlich. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist jemand, der, was weiß ich, frühkindlicher Hirnschaden ist ja nicht so wichtig, aber minderbegabt, dann die ganze Entwicklung und der auch eine lange Zeit in passivem Alkohol- und Tablettenmissbrauch verharrt ist. Und jetzt kommt der in so eine aufregende Situation rein. Ja, und dann, wie sie dann in Bremen waren, da hatte ich dann nochmal bei der Polizei angerufen, da habe ich gesagt, da passiert nur ein Unglück, ne? Ich konnte mich da nicht hinbringen, sonst passiert noch irgendwas. Ich habe dazu ein Gefühl, ne? Nö, die sind da gar nicht drauf eingegangen, ne? Erstmal unfreundlich und so, haben sie dann aufgegangen. Wenn sie mich brauchten, würden sie mich anrufen. Wieso sind Sie so sicher, dass der Dieter mitgegangen wäre, wenn Sie ihn gegangen wären? Ja, ich kenne ja meinen Bruder, ne? Den kenne ich von klein auf. Ich weiß, was da passiert ist, das wollte er nicht, das weiß ich. Denn die Angst stand ihm ja auch im Gesicht geschrieben. Der hat ja mehr Angst wie sonst was. Soweit ich weiß, hat er sich halt genau gegenüber von Silke und mich gesetzt, also genau die Bank gegenüber. Und hat dann halt auch gleich in den ersten paar Minuten schon zu Silke gesagt, dich nehme ich nachher mit. Und hat dann auch gleich immer die ganze Zeit vor uns rumgesessen. Also war immer bei uns in der Nähe gewesen, hat dann halt auch immer Silke sehr doll bedroht. Und also mir kam das so vor, dass der Herr Degowski halt Silke irgendwie ein bisschen, also dass er sie gut fand, dass er sie hübsch fand. Und so kam mir das halt vor, dass er irgendwie halt mit ihr zusammen sein wollte und immer mit ihr reden wollte. Und haben die beiden auch miteinander geredet? Also sie haben sich viel unterhalten. Sie haben sich nachher auch auf der Fahrt hin zum Grundberg, sie haben die auch zusammengesessen und sich sehr viel unterhalten. Und das hat sie wohl ja, für ihn noch sympathischer gemacht. Eben nicht nur ein hübsches Mädchen, sondern auch noch jemand, der mit ihm spricht. Er glaube, hat mir mal gesagt, also er hätte sich nie träumen lassen, dass so ein hübsches Mädchen, so eine hübsche Frau, sich mit ihm beschäftigt, mit ihm befasst, mit ihm spricht, von sich erzählt. Ja, auch da wieder seine Minderwertigkeitsgefühle. Und ich glaube auch nicht, dass er ihr jetzt unbedingt ein Haar gekrümmt hätte. Vorgehabt hat, haben sie das bestimmt nicht. So wie sie sich immer geäußert haben, dass sie das, also sie wollten eigentlich gar keine Toten dabei gehabt haben. Es ging ihm nur ums Geld und dass sie freies Geleit hatten, ne? Dass er raus wegkam. Und da ist nun tatsächlich seine Rolle, dass er auftritt als jemand, den man ernst nehmen muss. Und jetzt denken Sie an das Vorhergesagte. Ja? Es ist für ihn irgendwo auch wahnsinnig wichtig, auch aus psychologischer Sicht, als besonders durchsetzungsfähig, als jemand, der ernst genommen wird, als jemand, der, mit dem man rechnen muss, der gefährlich ist natürlich auch, aufzutreten. Sie hat da Bilder gezeigt, ich habe gesagt, die sind wahnsinnig, die sind nicht mehr dieselbe, ne? Die waren ja vollgepumpt, das habe ich ja gesehen. Der Dieter sah ja schrecklich auch der Rösner. Also, da hätte man was machen können. Er guckte so finster drein. Die Augen, die waren so ein bisschen, ja, durch die Nächte. Zadle sahen die ziemlich dunkle Augenränder. Ja, wie wirkten die da auf Sie? Also gar nicht so, wie Sie ihn gekannt haben, oder? Wahnsinnig, würde ich sagen. Die waren nicht mehr die selbst. Die wussten ja gar nicht, was zu tun. Erstmal übermüdet, dann die Pillen und so. Die hatten ja schon den Abend vorher, so wie ich das gehört hatte, hatten sie ja schon die
vielen genommen, ne? Halt den Rechts noch wieder auf, weg, das knallt wieder in rein, du Penner! Die letzte Warnung, ist er jetzt! Schneider! Der nächste fliegt hier aus dem Bus raus! Wenn es keiner kommt, schmeiße weg! In Bremen hat man einen Bus gekapert mit 35 Personen, ist dann mit diesem Bus an die Raststätte Grundbergsee in Bremen gefahren. Warum sind Sie denn jetzt mit dem Bus losgefahren, statt mit dem Auto der Journalisten? Weil die was aushecken, was ausbrüten. Also Sie rechnen damit, dass in nächster Zeit die Polizei irgendeine Aktion unternimmt? Auf jeden Fall. An der Raststätte Grundbergsee ist dann abends der erste Zugriffsversuch der Polizei unternommen worden. Man hat Marion Löblich festgenommen durch eine ungeschickte Aktion der Polizeibeamten, die nicht geplant war. Das führte dazu, dass Panik ausgebrochen ist bei Rösner und Degowski im Bus. Das ging rum darum, dass sie die Marion Löblich sich gekascht hatten, wo es darum ging, dass wir alle mal auf Toilette gehen konnten. Und da hatten sich die Marion Löblich eingeheimt und die kam dann nicht wieder. Bis kurz bevor sie wiederkam, stand der Degowski auch mit der Silke noch draußen. Und wo es dann irgendwo anfing, brenzlig zu werden, kamen sie beide rein. Alles klar, wo ist der von der Bank? Ach da! Geht das Ding noch raus? Ach, jetzt rein! Hallo? Nehmen Sie ein paar Worte mit uns, wir sind von Radio Bremen. Wir müssen eben noch Toilette da, weil verschiedene Leute hier auf Toilette müssen. Aber wir halten alle. Und das war nun eine Situation, wo auch Herr Rösner nervös wurde. Das sieht man auf den Videos. Wo der also auch offenbar unsicher wurde und wie ähnlich schon mal in Huckelriede, also anfing durchzudrehen, zu schimpfen und also chaotisch zu werden da. Und in der Situation muss es so gewesen sein, dass Herr Degowski sich nun besonders berufen fühlte, das geht aus seinen nachträglichen Äußerungen hervor, nun auch dafür zu sorgen, selber bestimmend zu sein, dass die Sache wieder in Ordnung kommt. Er fühlte sich sicher auch der Frau Löblich in gewisser Weise da, also als sein Kumpel da verpflichtet. Herr Rösner hat sich die Schwester von Emanuel genommen und hat sich dann in den Gang vom Bus hingesetzt mit ihr. Und Degowski hat sich mit Silke dort hingesetzt und hatten dann irgendwie das Zeitlimit an die Polizei weitergegeben. Und haben sie halt gesagt, wenn sie nicht bald kommt, dann passiert halt was. Dieses Ultimatum wird auf 5 Minuten befristet. Danach würde es knallen. Er hat also nie gesagt, dass er irgendjemand erschießen will. Er sagte nur, danach würde es knallen. Und er bedroht in diesem Ultimatum Silke Bischoff. Und jetzt passiert etwas ganz Wichtiges. Rösner bedroht diese Schwester von dem Italiener. Der Italiener sitzt links nebendran. Und da ist eine Kommunikation auch vom Italiener mit dem Rösner und mit der Schwester. Und der Degowski sitzt 3 Meter vorne dran mit der Silke Bischoff, hält ihre Waffe auf sie gerichtet und wartet eigentlich auf das Ultimatum, das 5 Minuten dauern sollte. Nach 3,5 Minuten aber reißt er die Waffe plötzlich rum in die Richtung des Italieners und gibt diesen einen tödlichen Schuss ab, der ihn im Kopf trifft. Rettungswagen! Rettungswagen! Los, Randarita! Haut ab, ihr Gänse!
Ach, Mensch. Rettungswagen! Los, Rettungswagen! Meine Liebe. Hier rein! Hier rein! Hier rein! Rein, 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 los, hau den rein! Nun, das ist in dem Prozess ja lang und breit erörtert worden, sicher hier nicht unsere Aufgabe, dann zu klären, was nun in den letzten Minuten vor der Schussabgabe dann nun passiert ist, ist im Grunde überhaupt nicht zu klären. Man ging ja dann davon aus, dass er das Ultimatum praktisch nicht eingehalten hat, also nüchtern geguckt hat und es vollzogen hat, sondern dass er dann einfach irgendwann geschossen hat. Die Sachverständigen haben dieses als tiefgreifende Bewusstseinsstörung juristisch eingeordnet. Der Sachverständige Zenz hat in sehr gutem Maße uns nachgewiesen, dass hier eine sogenannte Affektabwehr gewirkt hat. Die Affektabwehr hatte hier die Rolle gehabt, ihn zu entlasten als Explosivreaktion, diesen gesamten Spannungsabbau in eine motorische Entladung zu bringen, um ihn mit der Unerträglichkeit der Situation überhaupt fertig werden zu lassen. Ja, habe ich gar nichts mitgekriegt. Ich habe mich nur vorgebeugt und die Ohren zugehalten. Und wann hast du mitgekriegt, dass der Emanuel getroffen war? Das habe ich erst mitgekriegt, als die Ines aufstand und sagte, ja, es sollte auch jemand mithelfen, den Jungen rauszutragen. Dann wusste ich, dass er es war. Wie hat er sich denn eigentlich nach dem Schuss verhalten? Irgendwie hat er damit rumgeprahlt, dass er das für Frau Löblich getan hätte und dass sie selber schon, also dass ja was passieren musste. Weil die Polizei halt glaubte, meinte er, dass sie nichts tun würden. Die Frau kommt wieder zurück, die ist wohl schon weit weg von ihm. Ja, die ist nicht rein. Die kommt hierher. Ja. Wir hätten die Kinder oder so. Danach hat man sich mit dem Bus nach Holland begeben. Man hat dann den Bus ausgetauscht gegen einen BMW als neues Fluchtfahrzeug, hat Silke Bischof und Ines Voitle als zwei neue Geiseln genommen, ist wieder nach Deutschland reingefahren. Als Sie zu fünf im Auto saßen, hatten Sie da immer noch Angst oder hat sich das dann auch verloren allmählich? Die Angst war noch da, weil wir halt immer das Gefühl hatten, wir wurden verfolgt und das ist dann also dann wieder passieren konnte, dass sie wieder anfangen zu schießen oder so, oder dass wir jetzt endlich abgefangen werden und angehalten werden und dass dann die Schießerei beginnt oder so. Also irgendwie war immer Angst da gewesen, auch wenn wir dann irgendwo in eine Stadt reingefahren sind. Dann wurde Silke meistens wieder mit der Pistole bedroht. Und man hat dann als weiteren entscheidenden Punkt in der Kölner Innenstadt die bekannten Interviewszenen gegeben. Heute Vormittag gegen 10.30 Uhr taucht der silbergraue holländische BMW in der Kölner Innenstadt auf. Das Fahrzeug wird sofort von Journalisten und Schaulustigen umlagert. Im Fond des Fluchtwagens die beiden Geiseln und einer der Gangster. Vorn Rösner mit seiner verletzten Freundin. Bereitwillig geben sie den Reportern Auskunft. Sie wollen jetzt jemanden, mit dem Sie verhandeln können hier in Köln? Nee, ich verhandle jetzt gar nicht mehr. Ich habe hier Geiseln und halten Sie mich daran, was ich gesagt habe. Sie hat gezittert und der andere war tot. Die Gangster sind zu allem entschlossen. Bitte? Ja, ja. Ich habe Angst davor, dass die Polizei nicht darauf eingeht und es dann nochmal so passiert, dass jemand umgebracht wird oder so. Es war schlimm, also überall hingen Mikrofone in der Tür, in das Fenster rein und die Tür war vorne auf gewesen. Die ganzen Menschenscharen, immer dieselben Fragen dann von den Journalisten her. Und es war irgendwie, die haben einen irgendwie total nervös gemacht auch. Ne? Und der Degowski wurde auch immer nervöser, der sicherte seine Waffe und dann entsicherte sie wieder. Und es war immer ein Hin und Her gewesen. Und dann wollte er da so schnell wie möglich weg. Ja, Siri, der Faktor, es hätten ja unter den vielen Presseleuten auch einige Polizisten in Zivil sein können. Und das war ja auch der Fall. War ja auch so.
Das war sicherlich insofern ein Stück auch bedrohlich. Auf der anderen Seite war es natürlich auch sehr schön, sozusagen auf der Bühne zu sein. Fernsehen, Radio. Also ich finde, dass die, Journalisten die Sache irgendwie ein bisschen verstärkt hatten. Ich finde, dass Digowski und der Rösen und die Löblich sich dadurch toll gefunden haben, dass die Journalisten andauernd da waren. Und dass das so interessant war. Also, dass sie halt jetzt in dem Moment gefragt waren, so gesagt. Die Presse hat eine fatale Wirkung auf die Täter gehabt. Einerseits, dass hier Erwartungshaltungen an die Täter gestellt wurden. Ich sag mal salopp, wenn ich einen Killer als Killer interviewe, gibt er sich auch erstmal als Killer. Dann kommt hinzu, dass wenn ein Täter vor der Kamera etwas äußert, dann wird er da auch drauf festgenagelt. Er weiß, dass seine Äußerungen vor einem Millionenpublikum gesehen werden und da ist ja auch ein Erwartungsdruck an ihn selber wieder da, das durchzuhalten. Er will ja auch nicht unglaubwürdig wirken. Und das Interesse, das die Presse an so einer Tat dann hat, spornt ihn letztlich auch an. Und das sind also drei fatale Faktoren, die hier gewirkt haben. Also der Eindruck auf mich ist ja, dass er da der Umwelt was mitteilen will, in diesem Fall ja der Presse, den Medien, nämlich guck mal her, wie gefährlich ich bin, wie viel Macht ich habe. Nehmt mich doch bitte ernst. Und gleichzeitig, denke ich, will er damit ja auch seine Angst überdecken, nämlich nicht ernst genommen zu werden. Einerseits muss man auch zugunsten der Polizei sagen, wären die Medienvertreter nicht so zahlreich vorhanden gewesen, dann hätte man sicherlich die Aktion besser vorbereiten können. Es war ja zum Teil so, dass die Polizei gar nicht an die Täter rankam, um zum Beispiel einen Zugriff zu machen, weil die ganzen Presseleute davor standen. Und dann hätte es vielleicht Blutvergießen geben können. Das ist die eine Situation. Zum anderen meine ich, dass wenn die Presse nicht so einen Einfluss auch auf die Täter und auf die Medien dann wiederum gehabt hätte, wäre die ganze Sache auch nicht so eskaliert. Und der Rückfluss der Presse auf die Polizei wieder, dass dann der Ruf schon während des Geiselnahmers laut wurde, beende das endlich. Und das ist ja dann letztlich auch geschehen mit der tödlichen Folge. Etwa 2 Stunden steht der Wagen mit Gangstern und Geiseln unbehelligt auf der Kölner Fußgängerzone, bevor er seine Fahrt fortsetzt. Von Polizei und Journalistentross verfolgt, geht die Irrfahrt weiter. Wie hat sich denn die Situation im Auto dann kurz vor Ende, also kurz vor dem Rammen, entwickelt gehabt? Da lief es doch dann wahrscheinlich noch mal etwas ruhiger, oder? Da hat sich das irgendwie alles ein bisschen gelöst, weil uns halt ins Ohr geflüstert wurde, dass wir halt freigelassen werden sollten. Dass es denen leid tut, dass sie uns mitgenommen haben, weil wir noch so jung gewesen wären. Und die haben gesagt, dass sie uns irgendwo nachts dann rauslassen. Und das haben wir halt in dem Moment geglaubt. Und da wurde es natürlich alles ein bisschen lockerer. Man atmete irgendwie auf. Weil in solchen Situationen glaubt man halt daran, dass man freigelassen wird. Und da hat man halt auch gehofft, dass die Polizei in dem Moment lieber nicht eingreifen. Minuten später die Entscheidung. Die Polizei hat die Autobahn abgesperrt. Zwischen den Autobahnabfahrten Siebengebirge und Bad Honnef-Linz halten die Täter noch einmal. Ein Polizeimercedes fährt mit voller Wucht auf den Täterwagen auf. Polizisten springen heraus, werfen Blendgranaten, eröffnen das Feuer. Ja, die Polizei kam halt und hat uns gerammt und wir sind dann stehen geblieben. Und dann ging es auch schon los, dass die Polizei dann anfing, uns zu schießen auf den Wagen. Und dass dann halt auch von innen, also der Rösner und der Digowski dann halt rausgeschossen haben. Und dass wir halt dann nicht mehr, dass wir halt tatsächlich nicht mehr gedacht haben, dass es irgendwie ein Rauskommen gibt in dem Moment. Haben wir schon Sie gemacht? Ich bin dann nachher rausgesprungen auf Silkes Schreien hin. Also sie hat mir zugeschrien, dass ich rausspringen sollte. Und dann bin ich halt rausgesprungen.
Die Polizei handelt, rammt das Auto und er erfährt wieder im höchsten Maße seine Ohnmacht, seine Hilflosigkeit. Und er kann diese Hilflosigkeit und Ohnmacht sozusagen nicht in sein Bewusstsein lassen. Ist so schlimm für ihn, weil immer wieder eben der Hintergrund seine frühkindlichen Erfahrungen sind. Er wird selbst ohnmächtig, um dieses Gefühl nicht erleben zu müssen. Und er wird ja erst wieder, kommt er erst wieder zu sich, wie er dann sehr später beschreibt, als er auf einer Bahre liegt und irgendwo weiß gar nicht, was eigentlich los ist. Und wird dann gleich, die befragen ihn dann gleich und er weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Und er weiß auch gar nicht, dass dann da dann die Silke Bischoff ums Leben gekommen ist. Die tote Silke Bischoff auf der Autobahn ist das Ergebnis der Vorgehensweise der Behörden bei dieser angeblich so sorgfältig geplanten Aktion. Ligowski ist seit der Festnahme am 18.08.1988 in Einzelhaft. Wenn ich darunter gehe zu ihm in diesen Hochsicherheitstrakt, muss ich erstmal 4 dicke Stahltüren passieren, um überhaupt an ihn ranzukommen. Also da kann man schon sehen, in welcher Situation er da gehalten wird. Sicherlich, da sind auch noch andere Leute da unten, das ist klar, aber für ihn sind das auch sehr erschwerte Bedingungen, denn er hat nur eine Stunde Hofgang, die er alleine absolvieren muss. Man lässt ihn mit anderen Mitgefangenen gar nicht zusammen, weil man befürchtet, da würde etwas passieren. Ansonsten ist er 23 Stunden auf der Zelle. Seine einzigen Ansprechpartner sind die Wärter, die da unten sind. Ein Pfarrer, der sich mit ihm oben oft unterhält. Dann ein Deutschlehrer, der mit ihm da zu tun hatte. Und eigentlich ich als sein Verteidiger. Das sind seine einzigen Kontakte, abgesehen von den Besuchen von der Schwester von ihm, die da hin und wieder auch passieren. Also wie er da in seiner Zelle wach geworden ist, wie sie ihn da verhaftet hatten, wusste er erst in dem Moment gar nicht, wo er war, ne? Ja, und dann, ja, da war er am Wein gewesen, dass es ihm alle leid tut und so, ne? Im Oktober 1988 hatte ich ihn zum ersten Mal in der Justizvollzugsanstalt Wuppertal aufgesucht, im Hochsicherheitstrakt. Der Eindruck war erschütternd, weil ich eigentlich eine ganz andere Person im Kopf hatte. Das Bild war vorher durch die Medien schon ganz anders geprägt gewesen und ich habe eigentlich einen sehr überängstlichen, scheuen, psychologisch auffälligen Menschen erlebt. Und das hatte mich am Anfang schon etwas schockiert. Alles wusste er ja auch nicht. Bis kurz vor Weihnachten, dann hat er das mal im Fernsehen gesehen, was wirklich so passiert war. Der wusste wohl nur noch Bruchteile, ne? Ja, und dann, ja, dann wollte er sich auch das Leben nehmen, ne? Also da ist er durchgedreht. Also wie er das selber gesehen hatte, ne? Also vergessen kann er es nicht. Also wer könnte das auch schon, ne? Die ersten Gespräche kamen auf den Emanuele Di Giorgi, der von ihm erschossen worden ist, und auf den Tod von Silke Bischoff. Ganz wichtig und bedeutsam erscheint mir, dass er mir zum Anfang an immer erzählt hatte, dass er sich durch Selbsthypnose seiner Ansicht nach ins Totenreich hineingebracht hatte und da Kontakt zu den beiden aufnehmen wollte. Seiner Ansicht nach hat er Kontakt zu Silke Bischoff im Totenreich aufgenommen, hat ihr erklärt, aus welchen Gründen sie gestorben ist, bei dem Zugriff, und er hat mir gesagt, dass Silke Bischoff ihm verziehen habe. Er probierte dann in der Zeit immer noch Kontakt zu Emanuele Di Giorgi zu bekommen, das ist ihm aber nicht gelungen. Das heißt, die erste Beschäftigung war nur mit dem Tod dieser beiden jungen Menschen. Da passiert es, dass er sehr unruhig wird, dass er Angstträume entwickelt und dass schließlich diese Angstträume und Wahrnehmungen in den Tag hinübergehen. Also in den Wachzustand hinübergehen, sodass er praktisch Dinge wahrnimmt, die gar nicht da sind, dass er Eindrücke hat, die der Realität nicht entsprechen, sodass auch die Diagnose des hinzugezogenen Arztes und Psychologen dann letztlich ist, dass er eine psychotische Reaktion gehabt hat,
das ist ganz gut dokumentiert. Er musste dann in eine Beruhigungszelle entsprechende Medikamente bekommen und angeschnallt werden, weil er da getobt hat dann auch. Und das steht alles, das bereitet sich alles vor Weihnachten schon vor, in einer Vielzahl von Träumen und also Albträumen, so wie hat er das auch, so wie die Opfer auch, wo im Zentrum immer steht der Schuss auf den Italiener. Und es ist dann zu Silvester, als dann die Knallkörper da losgehen, sagt er, da hätte er dann gedacht, er sei wieder in dem Bus und es sei wie ein Sturmangriff oder es sei wie die Schussabgabe. Und also damit, mit dieser Schussabgabe hat er sich ständig auseinandergesetzt, überhaupt mit den zwei Opfern, also in erster Linie mit dem Italiener und in zweiter Linie auch mit der Silke Bischoff. Ja, irgendwie wird er damit nicht fertig, habe ich das Gefühl. So, wenn man in der Gesellschaft und so, dann geht es, ne, dann lockert er sich ein bisschen auf, ne. Aber wenn er so allein ist auf der Zelle, sagt er manchmal, wird er wahnsinnig, ne. Also er muss immer dran denken. Ich würde mal sagen, diese Geschichte mit dem Totenreich ist ja ein bisschen auffällig. Die war eigentlich ganz am Anfang da gewesen. Fertig geworden ist er bis heute damit nicht. Überhaupt nicht fertig geworden. Er hatte dann probiert, in der Angelegenheit Emanuele Di Giorgi die Eltern anzuschreiben, wollte dann einen Brief schreiben und wollte da auch mal erklärend darlegen, aus welcher Situation das passiert ist, wollte sich dafür auch entschuldigen. Das ist aber nie in die Tat umgesetzt worden. Das wird aber sicherlich noch im Laufe der Zeit jetzt geschehen. Warum hat er das wohl nicht gemacht? Er hat es deshalb nicht gemacht, weil er nicht wusste, wie er sich diesen Eltern gegenüber ausdrücken wollte. Und er hatte eine große Angst, da etwas falsch zu machen. Also die ganze Zeit vorher sagte er, sei es ihm wesentlich schlechter gegangen. Das wird auch durch den Pfarrer, mit dem er regelmäßigen Gesprächskontakt hatte, dokumentiert. Nun ging es ihm natürlich auch schlecht und geht ihm auch zeitenweise noch schlecht, weil er ja immer streng isoliert war. Haftbedingungen Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf ihn? Er ist seelisch dadurch sehr stark belastet, weil er ein großes Bedürfnis nach Kommunikation hat. Ich merke das immer, wenn ich ihn besuche, ich besuche ihn ja immer noch regelmäßig, da merke ich, dass wenn ich nur eine Stunde ihn besuchen wollte, dass daraus locker 2-3 Stunden werden. Das ist ein unwahrscheinliches Redebedürfnis da, weil er den ganzen Tag alleine ist. Er hat so viel zu erzählen, auch so viel zu bereden, sodass die Situation der Isolation, in der er sich momentan befindet, für ihn sicherlich sehr schrecklich ist. Und warum sind diese Haftbedingungen so scharf? Weil man ihn abschirmt von anderen Mitgefangenen, weil man eben die Angst hat, dass da was passieren würde, dass da einer Degowski etwas antun würde. Er hat Angst, ja. Er hat Angst. Wovor? Ja, dass ihm wohl mal einer zu nahe kommt oder so, ne? Dass ihn einer auch umbringen will oder so. Nehme ich wohl an. Also, wenn er irgendwo hingeht, da guckt er sich mal dreimal um, ne? Was er sonst nicht getan hat, ne? Und die Augen gehen auch immer rum. Wir selber haben vieles an Reaktionen von der Bevölkerung mitbekommen. Ich will mal aktuell eine Reaktion von damals noch kurz anführen. Da ist eine Bild-Zeitung vom 19. August 88. Degowski und Silke Bischoff als Titelseite. Und dann steht oben drüber, Hände weg von Verteidigung mit Ausrufezeichen, Tod, Ausrufezeichen. Das sind also so die Reaktionen, mal stellvertretend, die wir auch bekommen haben. Eine der meisten Fragen an mich war gewesen, warum verteidige ich überhaupt so einen Menschen, der so etwas gemacht hat? Da musste man viel Diskussions- und Aufklärungsarbeit führen, um den Leuten das überhaupt verständlich zu machen. Und dann gab es natürlich ja auch Reaktionen, die Degowski selber gespürt hat. Viele Briefe. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Brief, wo man ihm geschrieben hat, man würde ihm mit einer Säge den Kopf abschneiden. Dann erinnere ich mich daran, dass so Pamphlete drin waren wie wir kriegen dich doch und in die Gaskammer mit dir. Also richtig scharfe, schmutzige Bedrohungen, die da gekommen sind. Ja, dass wir ihn umbringen wollen oder er soll sich selber umbringen, sonst Schwein hat nicht zu leben und also ein Mist, ne? Ich glaube schon, dass die Medien eine Menge auch dazu beigetragen haben, dass auch dieser große Hass auf diese zwei
Typen da gekommen ist, dass die gesagt haben, sofort erschießen. Das ging ja von bis erschießen oder erhängen, bis wer weiß was. Ich kann mich daran erinnern, dass nach der Tat der Vater Degowski in einem Interview in einer Fernsehsendung auch gesagt hatte, dass man hier nur die Todesstrafe fordern könne. Ich glaube, das sagt eigentlich alles, dass er seinen eigenen Sohn dadurch aufgegeben hat und ihn ja lieber auf dem Schafott sehen wollte als im Gerichtssaal. In dem Zusammenhang muss man auch erwähnen, dass Degowski sich im Sicherheitstrakt befindet. Nicht, weil er gefährlich ist, sondern zu seinem eigenen Schutz. Das bedeutet für mich, dass die Vermarktung, die ja auch passiert ist, eigentlich einen total negativen Einfluss auch auf den Prozessverlauf gehabt hat. Ich gehe auch davon aus, dass die Stimmung in der Bevölkerung total negativ gewesen ist und dass sich das auch aufs Gericht ausgewirkt hat. Politisch hat es sowieso eine Auswirkung gehabt. Und dass man dann sogar im Ergebnis zu einem Urteil kommen musste, was auch die Bevölkerung befriedigt, weil so etwas kann man ja nicht hinnehmen. Also ich erinnere mich noch ganz gut an den ersten Verhandlungstag. Da war ja mein Mandant Aldo De Giorgi, also der Vater von Emanuele, mit. Und da hatte ich den Eindruck, dass der Herr Degowski doch sehr unsicher war und sehr schwitzte. Also man merkte förmlich, wie unwohl er sich fühlte. Insbesondere deshalb, weil Aldo De Giorgi ihn ständig fixierte. Er guckte ihn also die ganze Zeit an und Herr Degowski versuchte, den Blicken auszuweichen, und es gelang ihm aber nicht. Ja, also als ich da saß, ich saß hier gegenüber und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendeiner von den drei losspringt. Was heißt losspringt? Ja, auf mich zukommt. Davor hatte ich die ganze Zeit Angst gehabt. Ich war zwar zur Verhandlung und musste ja auch aussagen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe da in meinem Stuhl gesessen und habe wirklich nur gerade ausgeguckt. Ich mochte gar nicht wieder nach rechts oder links gucken, wenn es nicht unbedingt sein musste. Es hat sich dann aber gezeigt im Prozessverlauf, dass es doch also sehr viele diffizile Fragen zum Tatgeschehen einerseits und zu den Persönlichkeiten der Täter andererseits gab. Ich denke da an die Sachverständigen. Zum Beispiel, aber ich denke auch an die Tatzeugen, die doch zum Teil, wie das eben üblich ist, sich widersprochen haben und also doch nicht das genau bestätigen konnten, was vermeintlich die Fernsehbilder oder Videobilder wiedergaben. Die Urteilsfindung des Gerichts ist sicherlich zu einem wesentlichen Anteil auch durch die Videoaufnahmen bestimmt worden. Denn es macht einen Unterschied, ob ich ein Tatgeschehen umfassend würdigen kann, wenn ich auch den Täter im Blickfeld habe. Jede Tat ist ohne den Täter nicht verständlich. Ich muss mich also erstmal um den Täter kümmern, um dann zu schauen, wie so eine Tat passiert. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite bestimmte Szenen, die auf den ersten Blick tatsächlich einen schrecklichen Charakter haben, 4 oder 5 Mal hintereinander vorgespielt bekomme, das setzt sich mehr fest in den Köpfen der Richter, als wenn da dann ein Täter sitzt und erzählt, wie es gewesen ist, vielleicht auch anders erzählt, wie er das empfunden hat im Verhältnis zu diesen Videoaufnahmen, dann sagt man, der macht da irgendwelche Schutzbehauptungen, wir haben es ja hier anders auf Zelluloid gebannt und dann ist es halt so gewesen. Das heißt, das Objektive hat hier sicherlich viel dazu beigetragen, dass das Urteil so ausgefallen ist, wie es dann tatsächlich ausgefallen ist. Ja, irgendwann kam er mit raus, er wollte heiraten. Er hätte da jemand kennengelernt beim Prozess. Wie lief das? Also sie war im Gerichtssaal und dann, wie hat sie Kontakt aufgenommen? Ja, sie hat ihn geschrieben, den Dieter. Und der Dieter hat sie dann zurückgeschrieben und dann ist sie ihn auch besuchen gegangen. Ne? Und hat ihn regelrecht da verrückt gemacht mit ihrer Heirat und dass er Degowski heißen wollte. Ne? Sie fand den Namen wohl irgendwie toll. Ich nehme an, um besser rauszukommen. Und auch Geld mitzumachen, ne? Wie hat denn der Dieter darauf reagiert? Also, das war der Einzige, wo er sich dran gehalten hatte, an die Ulrike, ne? Also das war so eine Art Hoffnung für ihn, oder wie? Ja, das war die einzige Hoffnung für ihn. Also in der hat er eine Zukunft gesehen, ne?
also Familie und so. Zum damaligen Zeitpunkt war ich froh, dass er einen Menschen gefunden hat, während des Prozesses, der zu ihm hält, der ihn zusätzlich mit aufgebaut hat und der ihm dadurch auch geholfen hat, die gesamte belastende Prozesssituation zu ertragen. Das hat sicherlich auch am Rande dazu geführt, dass er im Prozess oft abgelenkt war. Wenn Frau Degowski im Gerichtssaal gesessen hat, hat ihn der Prozess eigentlich weniger interessiert. Er hat vielmehr immer den Kontakt blickmäßig dann zur Frau Degowski gesucht gehabt. Ja, ich nehme wohl an, dass die Bild-Zeitung darauf angesetzt hat, ne? Und dass sie die dann zum Gericht geschickt haben, machte ich mal an den Ran und so, Chris Awad. Ja, die hatte da mit denen einen Exklusivvertrag gemacht auf 2 Jahre. Und dann musste also, wenn sie was Neues von Dieter erfahren hatte oder irgendwie was Neues wusste, musste alles der Bild-Zeitung berichten. Also durfte sie keinen anderen sagen, ne? Außer natürlich, die Bild-Zeitung hat ihr die Genehmigung gegeben, ne? Hat sie denn auch Geld gekriegt? Ja, sicher hat sie Geld gekriegt. Aber wie viel hat sie ja nicht gesagt. Mal waren es 3, dann waren es 5, dann war es wieder weniger. Also sie wird schon reichlich gekriegt haben, ne? Viel muss auch eine Rolle gespielt haben, meiner Ansicht nach, dass die eigene Öffentlichkeit, die Frau Degowski dann dadurch erfahren hat, auch eine wesentliche Rolle gespielt hat. Sie ist ja dann in Talkshows eingeladen worden, hat Fernsehinterviews gegeben, hat Zeitungsinterviews gegeben. Und das war für jemanden, der im Grunde genommen aus einer gleichen Milieustruktur kommt, wie der Degowski, aus dem gleichen Feld der sozialen Behinderung, dass das natürlich schon was Tolles gewesen ist. Also Dieter und Ulrike, die haben am 14. Dezember 1990 geheiratet, in Essen, im Knast. Und die Hochzeit wurde da mit einem Küsschen besiegelt, also Flitterwochen gab es ja nicht. Ja, ich weiß nicht, warum er die Olle geheiratet hat, weiß ich auch nicht. Das begreife ich einfach nicht. Die Olle will, glaube ich, bloß von den Zeitschriften da richtig Geld machen und anders kann ich mir da nicht vorstellen. Mit 34 Jahren 3-mal geschieden, die da ist der 4. Mann. Ja, die kann doch nichts dran sein, oder? Ja, sie hat ihn dann auch schon gar nicht mehr geschrieben. Und besucht hat sie ihn überhaupt nicht mehr. Und dann hat sie die Scheidung eingereicht. Und der Dieter wusste nichts davon. Das habe ich ihm dann erzählt. Der konnte halt irgendwie nicht fassen, ne? Was meinen Sie denn, warum sich die Uschi Degowski dann jetzt wieder scheiden lassen wollte? Ja, der Exklusivvertrag ist ja jetzt abgelaufen. Die 2 Jahre sind um. Jetzt kann man ja nichts mehr dran verdienen, ne, an den Dieter. Ich gehe davon aus, dass hier die Vermarktung einer Frau, die gerade zum Beispiel so ein in Anführungsstrichen Killer wie Degowski hat eine große Rolle gespielt. Es ist wieder interessant, es ist wieder für die Öffentlichkeit eine Geschichte und da hat die Presse sicherlich einiges hinzugefügt dazu. Also für mich ist keine Frage, dass sich um Mord gehandelt hat. Und insofern stimme ich also voll den Ausführungen des Vorsitzenden Richters bei der mündlichen Urteilsbegründung zu, der also ganz klar darauf abgestellt hat, dass Herr Degowski sich gewissermaßen zum Herrn über Leben und Tod aufgespielt hat. Das war sicherlich kein Mord, das war nur ein Totschlag, ohne jetzt die Tötung damit abwerten zu wollen. Totschlag deshalb, weil juristisch die Begründung für den Mord meiner Ansicht nach nicht haltbar sind. Und da meint er, sei gesagt worden, er hätte aus niedrigen Beweggründen bewusst jemand getötet. Und an dem Punkt hängt er sich völlig fest. Das andere, dass er sich beteiligt hat an der Geiselnahme, und das akzeptiert er, dass das passiert ist, das weiß er, dass er das riskiert hat. Und da sieht er auch die Strafe schon als richtig an. Degowski ist zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden. Ich hatte ihn auf dieses Ergebnis von Anfang an des Prozesses eingestellt. Er war nicht überrascht, dass die lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe herausgekommen ist. Enttäuscht war er aber über die Urteilsbegründung insoweit,
als er hier so dargestellt wurde, wie er sich nie erlebt hatte. Er ist in der mündlichen Urteilsbegründung an einer Stelle als Bestie, als Monstrum bezeichnet worden. Und das hat ihn sehr enttäuscht, weil er der Auffassung war, dass das Gericht hier ihn doch besser hätte schildern müssen in der Person. Als ich ihn das letzte Mal sah, saß er so wie ein Häufchen Elend, da tat er mir auch leid. Aber auf der anderen Seite will ich ihn ja, vor eine Wand stellen und abmalen. Es ist schwer, sich dann mit einem zusammensetzen zu müssen oder können, wo man weiß, das ist ein Mörder. Und das können wir ja nicht vom Tisch fegen, das ist nun mal so. Also ich könnte mir vorstellen, dass er nicht der eiskalte Killer ist. Mit Sicherheit nicht. Nee, aber Dieter, Mörder, nee, das kommt nicht in Frage. Dieter ist kein Mörder, wirklich nicht. Dieter ist kein Mörder. Ich hab Ihnen das schon mal gesagt, ich lasse mich beide Hände abpacken. Dieter ist kein Mörder. Tja, das hat er schon, ne? Ich meine, erschossen ist erschossen, ne? Fertig, aber aus. Warum soll ich ihn jetzt hängen lassen? Ich meine, was er gemacht hat, das war nicht richtig gewesen, aber deswegen lasse ich ihn nicht fallen. Ist mir immer wie mein Bruder. Es fällt ja auf, dass er vor der Tat ja völlig sozusagen im Sumpf dahin lebte. Drogen, Alkohol, keine Arbeit, auch keine Perspektive, keine Lebensperspektive. Und jetzt plötzlich in dem sozusagen festen Rahmen einer Justizanstalt, Justizvollzugsanstalt, ist es ihm möglich, Perspektiven, Pläne zu entwickeln? Ligowski ist im Verhältnis zu früher jemand geworden, der anders denkt, der viel strukturierter gelernt hat zu denken, viel mehr Zusammenhänge sieht, auch was sein eigenes Leben angeht, sicherlich dadurch auch in die Lage versetzt ist, später mal seine eigene Tat und das ganze Geschehen auch anders zu bewerten. Also das wurde jetzt vor allen Dingen bei dem zweiten Gespräch mit dem längeren Abstand deutlich. Er hat sicher vieles auch in den Gesprächen, die er geführt hat, mit den Betreuern, mit den Anwälten und hat auch selber sehr viel durchdacht, versteht auch vieles besser, wie das bei ihm so gekommen ist. Und wenn er mit mir zum Beispiel spricht, kann er sich auch recht gut verteidigen. Also er kann argumentieren, er kann Argumente finden, er kann seinen inneren Zustand besser beschreiben auch. Und so dass mir eigentlich auffiel, dass er sich während des Prozesses eigentlich hätte viel besser verteidigen können, wenn er selber was gesagt hätte, wenn er mehr gesagt hätte. Ich meine, dass das, was er so berichtet hat, mir dann auch, dass das auch vor Gericht sicher einleuchtend gewesen wäre. Meinen Anwälten glaubt man ja sowieso nichts, wenn die irgendwas sagen. Also man nimmt es halt hin, ja, aber man glaubt es ja nicht. Er ist viel reifer irgendwie geworden durch das, ne? Inwiefern reifer? Ja, ich glaube, sowas wird er nie nochmal machen. Also das hat ihn wie irgendwie wohl zu denken gegeben, was er da gemacht hat, ne? Ligowski konnte am Anfang überhaupt nicht schreiben. Rechtschreibemäßig war das katastrophal. Wenn man Briefe heute von ihm liest, muss man tatsächlich sagen, Hut ab, der hat eine ganz tolle Entwicklung durchgemacht. In allen, so würde ich sagen, hat er sich so mit Sprechen, der ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ganz anders geworden. Er möchte, das hat er öfter schon erzählt, er möchte eine Ausbildung machen. Also schulisch hat er schon ein bisschen was nachgeholt, er möchte eine Ausbildung machen. Kann man ernst nehmen. Und seine Ziele sind eigentlich, also das glaube ich ihm auch, dass er in eine bürgerliche Existenz wieder eintritt. Ja, er sagt es einfach, er möchte am liebsten eine Pommesbude, gell? Das wäre so sein Ideal. Was wird dann, wenn er rauskommt, nach 25 Jahren, wieder in die Öffentlichkeit? Ich würde sagen, in Gladbeck, da dürfte er sicher nicht mehr irgendwo auftreten, da würden sie sofort... Ich würde sogar sagen, da würden die Leute sicher sogar gewalttätig. Ich gehe mal davon aus, dass ein Mensch, der so lange in der Haft gewesen ist, nachdem er vorher schon recht kaputt eigentlich gewesen ist, wenn der dann rauskommt, da ist nicht mehr viel von einem übrig. Ja, für
Die Gesellschaft bleibt Dygowski eben der Böse, die Inkarnation des Bösen. Der brutale, gewalttätige, rücksichtslose, eiskalte Verbrecher.